Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ja, und mit diesem wunderbar kurzen, aber doch feinen und eigentlich ziemlich ernsten und epischen Einstieg, kann man an dieser Stelle sagen, haben wir uns heute, oder ich habe mir dieses Spiel herausgesucht, was ich in meiner Kindheit relativ viel gespielt habe. Vielleicht hat man das ein oder andere Yu-Gi-Oh! Video auf unserem Kanal schon eventuell gesehen. Ich bin ein Riesenfan bis heute, neben Magic und Pokémon. Ja, das ist ja mein liebstes Sammelkartenspiel. Was kann man dazu sagen? Es ist für die PlayStation 1, wie ihr dann vielleicht auch bald sehen werdet. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Es kehrt zu, gut, jetzt fängt gerade irgendwie was an. Okay, gut, das müssen wir uns jetzt kein zweites Mal anschauen. Dann machen wir es abgekürzter. Es ist ein Spiel für die PS1 mit Yu-Gi-Oh! Zur Thematik. Es hält sich aber überhaupt nicht an die Originalregeln. Es hält sich teilweise an die Serie, was mir relativ gut gefällt. Und es ist wirklich ein Erlebnis, ein episches Erlebnis meiner Kindheit. So. Bam. Und ich hätte jetzt einfach einmal gesagt, wir starten und ihr werdet sehen, was wir machen. Da kommt Rock in der Haus, der Rock spielt. Genau. Wir fangen jetzt einfach einmal ein neues Spiel an und schauen, was passiert. Neues Spiel. Welche epische Anzahl an schauen, was passiert. Und einfach die Musik ist so cool, ja. Ich hätte gesagt, wir sind eindeutig... Betrunken. Na sicher. Was sind wir denn? Wo ist denn das so? Jetzt setz mich nicht unter Druck. Wo ist das so? Ich hab sie gesehen. Schau. Die haben damals schon gewusst, dass wir genau das brauchen und... Aber da geht sich sogar eine österreichische Stadt aus mit dem selben Buchstabenanzahl. So kurz braucht. Mein erster Dings war Wien. mein Duellanten- oder unser Duellantencode wurde gespeichert und ich glaube, wir starten jetzt einfach einmal. Kannst du nicht? Ja, das ist eh klar. Passt. Wir starten jetzt einfach einmal das Spiel, schauen, was passiert. Und storytechnisch wird uns jetzt alles erklärt. Ein böser Mensch. Ein böser Zauberer. Bin ich. Möchten wir uns vielleicht abwechseln beim Lesen? Ich bin am Ziel. Punkt. Endlich habe ich ihn gefunden. Punkt, Punkt, Punkt. Den verbotenen Schatz der mystischen Beschwörer. Ich wollte mystisch Punkt, Punkt, Punkt. Rufzeichen. Ruf, Ruf, Rufzeichen. Wenn jetzt nur der kommt und die reden dann miteinander, musst du sprechen. Du? Oh yeah. Schau sich das an auch. Also in Szene gesetzt ist es eigentlich ganz gut. Was sagst du denn dazu? Jetzt kannst du reden. Mein lieber Prinz. Rufzeichen. Also geht ihr wieder in die Stadt? Beistrich. Um Karten zu spielen? Schon. In euren Adern fließt königliches... Punkt, Punkt, Punkt. Blut. Punkt. Und ihr geht wie ein gewöhnlicher durch die Straßen. Punkt, Punkt, Punkt. Habt ihr keinen Stolz? Fragezeichen. Ehrlich gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin entsetzt. Rufzeichen. Was machen wir denn jetzt einmal? Das Ganze ist nicht immer wie ein Point-and-Click-Adventure, sondern jetzt einfach nur so. Und der ein oder andere Süchtler weiß bereits, wer sich hinter diesen lieblich blauen Augen befindet. Also ich hätte einmal gesagt, wir tun zuhören. Der Pharao hat von euren Träumen gehört. Punkt. Er ist sehr besorgt darüber. Pünktchen. Dann servus. Halt. Rufzeichen. Warte, mein Prinz. Rufzeichen. Mein Prinz. Mist. Rufzeichen. Er ist weg. Rufzeichen.
bisteppert dieser Text. Das ist so viel, das ermüdet richtig. So, da haben wir jetzt einmal zumindest jetzt im alten Ägypten eine kurze Overworld. Ja, schauen wir mal, was wir dann. Wir haben hier einen Schrein, einen Kartenladen, einen Stadtplatz, einen Duellierplatz und einen Pharaonenpalast. Warum gehen wir nicht einfach einmal in den Schrein? Was sagst du dazu? Voll, Schrein, rein Schrein. Rein Schrein. Schrein in den Schrein, rein Schrein in den Schrein. Ja, fix. Ich bin dran, oder? Klar, wie du machst. Okay. Diese heiligen Hallen stehen unter dem Schutz des Erzmagiers Heshin. Ruft sich. Ungläubige sind nicht willkommen. Denkt an den Kalif bei Stronghold Crusader. Ungläubiger. Ruft sich. Hinfort mit euch. Ruft sich. Ungläubiger. Gut, der hat uns jetzt eindeutig gesagt, dass man... Ungläubiger. Jetzt, wenn er das unbedingt will, dann schauen wir uns jetzt mal den Stadtplatz an, was es dort so Neues gibt. Den neuen Klatsch und Tratsch. Ah, oh, voll. Entschuldigung, am Stadtplatz wimmelt es von Menschen. Punkt. Dabei ist dort gar nichts los. Punkt. Gut. Na, wo ist jetzt wimmelt es jetzt von Menschen oder ist dort nichts los? Naja, viel Leid, aber nichts los. Was ist denn so arg dran? Gehen wir zum Duellierplatz. Warum auch nicht? Ich glaube einmal durch die City, nicht wahr? Thea. Wer spricht? Keine Ahnung. Ich habe auf dich gewartet. Beistrich. Gefunden. Punkt. Du musst es höher sprechen. Jono war auch hier. Punkt, Punkt, Punkt. Bis vor ein paar Minuten. Punkt. Aber jetzt ist er weg. Punkt. Wie wäre es mit einem Duell? Fragezeichen. Duellier mal sich. Okay, spielen wir. Hoffentlich bist du ein guter Verlierer. Rufzeichen. So, und jetzt werden wir gleich bitte dieses wunderbare Spiel in seiner königlichsten Disziplin erleben. Es hat nämlich nichts mit den Originalkarten zu tun. Also mit den Originalkarten schon, aber nichts mit den originalen Regeln. Wir dann das jetzt alles einmal skippen. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wann... Ja, das war... Oh nein, ich hab... Der Moment, wenn ich dich um ein Duell bittet und kein Date. Dann war es dem Leben, du hast das geschafft. Ich hab gerade irgendwas da... Ich komme nicht mehr aus. Es ist so lang her. Warum habe ich ihn still? Cool, so kann man Karten anschauen. Wieder voller. Stapel nicht bereit. Das ist... Ich will. Ja, was will ich? Ich will eure Blicke sehen. Ha! Muss ich da die Karten jetzt echt aussuchen? Wie zach ist denn das? Urinsekt! Ist der ein paar drin, oder? Ja, aber es müssen 40 Karten sein, du Nippler. Ja. Okay. Falls man das vielleicht merkt, Yu-Gi-Oh! Ich kenne es ein bisschen, ein paar Sachen, aber es ist jetzt nicht meine Welt. Okay. Flugspalter. Ich habe aber diesen Kinofilm gesehen, da hat es vorher, wir haben vorher gerade geredet, ein, zwei Jahre, ich glaube eher zwei Jahre, wie der Rock mir vorher verratet hat. Dark Side of Dimensions. Genau, bei dem Kinofilm war ich mit. Ja, weil wir die mitgenommen haben. Genau. Du warst der einzige Unwürdige dort im ganzen Säugler. Ich war wahrscheinlich der einzige, der die seltene Sammelkarte, die sie vor der Vorstellung unterm Sitz angebracht haben, der die aus der Hand gegeben hätte oder verkauft hätte oder sowas. Einfach weil es mir, ich würde jetzt sagen wurscht ist, aber einfach weil es mir weniger bedeutet. Immer meine Karte und ich habe ja auch eine Karte. Das war zu von unseren Gruppen, wo wir dort waren. Weil ich habe keine Karte. Viert oder zu fünf? Zu fünf, glaube ich. Fünfer, ja. Fünfer. Haben zwei Leute von unserem Grüppchen eine Karte gekriegt. Eine legal und die andere bin ich noch aufgesprungen und habe unter dem letzten Sitz nachgeschaut. Ich habe die letzte Karte gefunden. So. Ja, im Prinzip spielt man so, das ist der mehr oder weniger der Bildschirm. Und wir können einigermaßen fusionieren. Ich sag's ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Fusionen funktionieren. Das ist die stärkste. So, ich möchte das hier nehmen. Die hat's weg. Und die zwei fusionieren sie zu einem 2000 Viech. In der ersten Runde, wo es so steht, wir können nicht angreifen, also geben wir ab. Wir sehen die Hand des Gegners nicht. Und der legt sie im Verteidigung.
Verteidigungsmodus und wir können natürlich gleich nochmal komplett neue Karten ziehen. So haben wir damals Yu-Gi-Oh! Auf der PS1 gespielt, das war damals. Also, wenn das eingefallen ist, ja, da hat es ja unzählige Fusionsmöglichkeiten gegeben. Ich kann mich an nichts erinnern. Geben. Einfach ausprobieren und schauen, was zusammenpasst. Gut, das passt zusammen, das fusioniert sich, das hat es wieder weg und fertig. Wir haben sie das damals einfach aufgeschrieben, was mit was gut zum Fusionieren gegangen ist. Und ja, so haben wir gespielt. Das war unser Leben damals. Der Moment, wo man drauf kommt, dass es auch nochmal ein vergangenes Jahrtausend geben hat. Ne? Mhm. Natürlich ist es nicht ratsam, immer die komplette Hand zum Fusionieren zu probieren, weil, und da haben sie sich schon dran gehalten, sobald man keine Karten mehr nachziehen kann, dann hat man das Spiel verloren. Automatisch. Cyber Commander. Einfach jetzt mal schauen, ob was gut geht, nichts. Entweder Angriffs- oder Verteidigungsmodus. Ich glaube, die Thea, ja, die hat relativ schwache Karten, also das sollte man fix gewinnen. Vor allem mit einem 2000er Viech draußen. Ja. So, das war ein rechterisches Tempo, ne? Ja, genau, das war halt damals so. Das war halt damals so. Wir haben sonst nichts gehabt, außer echte Karten und das. Und wie für die PS2 Duelist of Roses rausgekommen ist, haben wir sich gefreut. Ja, keine Ahnung. Das und das. Jetzt wird das Apple kommen. So, schau. Ja, das heißt, du hast 1996 schon das Spiel gespielt? Nein, ich muss ungefähr 2003 angefangen haben. Nein, ja, wie es zu uns gekommen ist. Also, ich bin ein Mann der ersten Stunde bei Yu-Gi-Oh! Und auch in dieser Zeit geblieben. Also, ich hab mit... Geistig. Ja, nein, sowieso. Geistig sowieso und spielertechnisch auch, weil ich habe keine Ahnung von Link-Viecher oder sowas, ich bin halt noch immer in der guten alten Zeit von damals. Juhu. Gewinnt. So, wir haben 4 Sternenchips erhalten, wie man am unteren Bildschirmrand erkennen kann, und eine Karte, den Schwertmeister der Fremde. Desto mehr Sternenchip, wie ist das gegangen? Desto mehr Sternenchips man hat, das ist so eine Währung quasi, desto bessere Karten kann man sich in einem Kartenladen bessere Karten kaufen. Aber es war abgrundschwer, sich gute Karten zu kaufen. Ein Freund von mir hat mir seinen Spielstand, und das ist schon gegangen, seinen Spielstand kopiert, weil das hat man ja, man hat Spielstände kopieren können. Das glaube ich kannst du bei der 2er auch noch kennen. Und dann hat man irgendwie ein neues Spiel anfangen können und damit dann mit den Karten von einem sehr weiten Spielstand neu anfangen. So hat man wieder komplett durchgespielt, hat etliche Sternchips wieder gekriegt, hat den ganzen Spielstand um sein Deck um eine starke Karten erweitert, dann hat man den Spielstand wieder den nächsten Haberer gegeben, der das auch gehabt hat, und so haben wir das ein paar Mal im Gras gemacht und so haben wir zum Schluss jeder ein starkes, gleiches Deck gehabt. Durchgespielt habe ich es trotzdem nie, aber es ist einfach cool, irgendwie. Es hat irgendwie Eier, finde ich. Warum auch nicht? Ja, wie gesagt, das ist halt eine andere Welt. Meine ist halt nicht. Ich habe jetzt nämlich nichts verstanden von vorher. Macht nichts. Autsch. Lesen. Ach so, ruft's euch, Entschuldigung. Ich fürchte. Beistrich. Ich habe verloren. Punkt. Na? Beistrich. Ja. Punkt. Wir spielen noch einmal. Beistrich. Wenn ich etwas besser bin. Punkt. Das klingt komisch. Mit jemand anderem reden. Nein, wir gehen nach draußen, hätte ich gesagt. Mit jemand anderem nach draußen gehen. Badunsch. Hey. Beistrich. Wusstest du? Beistrich. Dass auf dem Stadtplatz ein Fest steigt. Fragezeichen. Wie eine Rakete steigt das Fest. Komm schon. Punkt. Schauen wir mal hin. Punkt. Also doch ein Date. Jono ist bestimmt auch dort. Punkt. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wer der Jono ist, aber warum auch nicht. Juno? Jojo? Es soll Juno heißen, aber es war halt anders. Wow. Punkt. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Fragezeichen.
Beistrich. Die Magier beginnen mit ihrer Prozession. Punkt. Ingo Depp ist auch dabei. Großartig. Punkt, Punkt, Punkt. So, an dieser Stelle werden wir jetzt einmal beenden. Einen Kader machen. Einen Kader. Und werden uns eventuell im nächsten Part wieder riechen. Jetzt nochmal ganz kurz, weil das interessiert mich jetzt. Was haltest du von dem Spiel? Also, okay, nein, bitte teile deine Meinung. Ich verstehe davon jetzt nicht allzu viel. Wie gesagt, Yu-Gi-Oh! Ein bisschen was kenne ich, es hält sich sehr, sehr, sehr eingrenzen. Ja, vor dem Duell war cool auch zum Sehen, aber ich habe nichts verstanden davon jetzt. Absolut gar nichts. Es schaut aber nach einem recht großen, bombastischen Spiel für PlayStation 1 verhält das ja aus. Also einfach mit großen Karten, großen Möglichkeiten, großen ja, Aufgabenbereich. Aha. Hat was. Hat Charme, gell? Hat Charme, ja. Passt. Charming! Bist deppert, die Werbung schon ewig nicht mehr. Ist lang her, ja. Gell? Sind wir alt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Häuselpapier komme, aber ist ja wurscht. Ja, komisch, gell? Gekacken. Wonach riecht denn das so gut? Na, scheiße. Und warum liegt da Stroh? Gut. Alarm, Alarm. Gut, insofern riechen, schmecken, fühlen und lustig, dass wir das jetzt auch noch sagen im nächsten Part wieder, warum auch nicht. Insofern. Grüß euch. Und Tüdelü.